Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Büroküche. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wir machen heute wieder ein leckeres Essen. Und zwar geht es um das Thema Hackbällchen mit Brokkoli, Currysoße und Reis. Ja, ich würde sagen, lass uns einfach starten. Wie immer am Anfang der Hinweis, ich koche hier mit meinem Thermomix in der kleinen Büroküche. Das heißt, es geht hier um einfaches Kochen, um praxistaugliches Kochen. Und wenn du keinen Thermomix hast, kannst du auch genauso gut an deinem heimischen Herd, auf dem Campingkocher oder wo auch immer du dich gerade befindest, diese Gerichte nachkochen. Nimm sie als Inspiration. Die grobe Zutatenliste hast du ja da und misch es einfach zusammen. Orientiere dich daran, wie ich das hier mit dem Thermomix mache. Ja, und du wirst auch jeden Tag ein lecker Essen bekommen. So, es startet heute mit einer Zwiebel groß halbiert. Ich habe es wie immer schon mal vorbereitet. Lege die in den Thermomix hinein. Weiter geht's mit 4 Stängel Petersilie abgezupft. Auch mit dazu. So, dann wird der Mixtopfdeckel verschlossen. So, wir benötigen noch unseren Messbecher zum Verschließen des Mixtopfdeckels. Und jetzt wird alles nur einfach nur klein gehäckselt. Weiter geht's mit dem Spatel. Dadurch, dass durch das Messer die Zwiebel nach oben gedrückt wird beim Zerhäckseln, muss ich das jetzt nochmal kurz runterschieben. Und jetzt kommen 500 Gramm gemischtes Gehacktes hinzu. Dann habe ich mir schon mal ein Brötchen eingeweicht und werde das jetzt noch ausdrücken. Und dann packen wir das einfach oben hinzu. So, jetzt benötige ich einen Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Paprika edelsüß. Drei Esslöffel Paniermehl. Ein Ei. Ein Esslöffel Senf. Und nun wird der Thermomix-Topf verschlossen. Und wir haben zurzeit eine Minute zum Verrühren. So schaut es nun aus. Ist auch immer eine schöne Sache mit dem Thermomix Gehacktes zu kneten, weil ja, man muss nicht da in dieser Masse ständig rumwehren und der macht das hier wirklich hervorragend. So, und da soll ich jetzt 12 flache Hackbällchen formen und je zur Hälfte mittig im Varoma-Behälter und im Einlegeboden verteilen. Also 6 in Mitte, 6 im Behälter. Ich mache das mal ein bisschen mit feuchten Händen. Nicht im Behälter, im Boden, im Einlegeboden sozusagen. So, mal gucken, ob ich das von vorher dahin bekomme. Dann sehen natürlich hübsch bunt aus.
So, die Hände mal wieder ein bisschen abwischen und weiter geht's. 600 Gramm Brokkoli-Röschen sowohl über die Klöße im Boden als auch über die Klöße hier im Baroma selber verteilen. So, und eigentlich wie immer der Hinweis, ich finde es schade, wenn man nur die Brokkoli-Röschen verwendet. Deswegen habe ich den Stiel auch noch oder die Stiele auch noch ein bisschen klein geschnitten. Hierbei eben nur beachten, dass der Stiel unten im unteren Teil eine etwas härtere Schale hat und die einfach entfernen. So ähnlich wie beim Spargel ist das hier auch. Und dann schmeckt das der Stiel im Prinzip genauso wie Kohlrabi oder eigentlich wie Kohlrabi kann man sagen. Und es wäre einfach schade. Brokkoli ist ein sehr gesundes Gemüse, da halt die Hälfte wegzuschmeißen. Finde ich persönlich Unsinn, deswegen kommt es immer mit hinein. Ja, weiter geht's dann. Mixtopf ausspülen. Naja, dann machen wir das mal. So, 1200 Gramm Wasser hinzufügen. Ich denke mal aus der Erfahrung heraus 1000 Gramm reichen auch. Ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste. Hintergrund dafür, dass ich jetzt weniger Wasser genommen habe, ist, dass wir nachher eine Soße machen. Ja, und bei der Soße brauchen wir nur ca. einen halben Liter des Wassers und es wird ungefähr in der halben Stunde, was wir jetzt hier auch Aroma anschmeißen, wir haben so 150, maximal 200 Milliliter Wasser verdampfen. Und im Endeffekt schütte ich dann einen halben Liter weg und diese Differenz, was ich nachher wegschütte, weil da ist ja zum Beispiel auch die Gemüsepaste drin, muss ja nicht sein, deswegen mache ich lieber ein bisschen weniger Wasser rein. Ne? Das ist eigentlich der Hintergrund hinter dieser Geschichte. So, jetzt habe ich auch schon vorbereitet den Gareinsatz mit 250 Gramm Parboiled-Reis. Den habe ich schon ordentlich ausgespült und den hänge ich jetzt hier hinein. Deswegen können wir die nächsten Schritte auch überspringen. Den natürlich nicht mehr, den Aroma aufsetzen. Ich entferne den Messbecher wieder. Setze den Aroma auf und ja, in dem Fall würde ich hier über den Brokkoli noch ein bisschen Reis streuen. Nicht Reis, Salz natürlich streuen. Das ist eine kleine Abänderung von mir noch, weil ich das ganz gerne mag, wenn das ein bisschen würziger schmeckt, das Gemüse. So, und jetzt komplett verschließen. Ja, ein bisschen darauf achten, dass alles im Prinzip drunter passt. Das liegt an sich sehr gut jetzt hier. Hebt nichts den Deckel an und dann können wir auch schon weitermachen. Jetzt wird für 28 Minuten alles Dampf gegart. Wenn du jetzt keinen Thermomix hast, entweder du besorgst dir entsprechende Einsätze für den Topf, dass du das auch Dampf garen kannst, oder du machst eben die Klöße in der Pfanne und den Rest im Topf, ganz normal wie immer. Und ich drehe jetzt einfach hier und schalte damit alles an. Ja, wie immer, der Koch hatte jetzt gerade eine halbe Stunde frei und das ist eben das Schöne am Thermomix. Ne? Jetzt Baroma zur Seite stellen. Immer aufpassen, dass man nicht in den Dampf kommt. Jetzt den Gareinsatz mit Hilfe des Spatels herausnehmen. So, ja, ich kann euch den Reis jetzt nicht zeigen. Das sieht gut aus. Der ist auf alle Fälle ordentlich aufgequollen. Oder vielleicht kann ich ihn euch doch mal kurz zeigen. Ja, zu nah an dem Aroma gekommen. Ja, also so sieht der Reis jetzt aus. Ich denke mal, das ist lecker. Ja, weiter geht's. Gut, ich lasse das jetzt hier im Aroma drin, weiß jetzt nicht, warum ich das umfüllen sollte. Da bleibt es auf alle Fälle jetzt warm. Weil im Wesentlichen kommt als nächster und letzter Schritt noch die Soße. Und die machen wir jetzt gemeinsam.
Hier geht es jetzt darum, den Mixtopf zu leeren. Und das ist genau das Thema, worüber ich vorhin schon gesprochen habe. Das heißt also, alles was jetzt über, wir schauen mal, 450 Gramm dieser Garflüssigkeit hier ist, das würde ich jetzt wegschütten. Und man sieht schon, allzu viel ist es nicht, was drüber ist. Das heißt, ich würde mal schnell diese 450 Gramm hier einbiegen. Ja, also kann ich noch wieder zukippen. War also die ideale Wassermenge, die ich vorhin genommen habe. Und da kommen jetzt noch 100 Gramm Sahne hinzu. Weiterhin 30 Gramm Speisestärke. Also wenn du den Thermomix verwendest, dann sieh mal zu, dass du das immer so ein bisschen mehr an die Kante machst. In der Mitte neigt es doch zum Kleben und Verklumpen auf dem Messer. Deswegen ist es im äußeren Bereich besser aufgehoben. So, zwei Teelöffel Curry noch hinzugeben. Ein Teelöffel Salz. Zwei Prisen Pfeffer. Eine Prise Zucker. 10 Gramm Zitronensaft. Ich habe einfach mal wieder praktischerweise eine halbe Zitrone ausgepresst. Mal gucken, wie viel Gramm das sind. Naja, ein bisschen mehr. So, jetzt wird noch mal alles verschlossen. Und der Messbecher eingesetzt, damit es nicht spritzt. Und dann wird alles noch mal verrührt für 3 Minuten und noch mal kurz aufgekocht. Ja, so schnell und einfach kann es gehen. Ja, also die Soße sieht lecker aus. Wir schauen uns schnell nochmal die Hackbällchen und den Brokkoli an. Ist auch schön geworden. Und ja, jetzt werde ich wieder wie immer ein Foto machen, alles anrichten, ein Foto machen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Kochen hier in der Büroküche wieder mit dabei bist. Wie immer den Hinweis, ja, wenn du auch zukünftig mitkochen möchtest, dann trag dich doch einfach in unseren Einfach-Koch-Club ein, werde Mitglied. Und zwar geht es ganz einfach, indem du auf die Seite mixkoch.de gehst. Dort findest du das Eintragungsfeld und dann erhältst du immer pünktlich zum Wochenende eine Einkaufsliste mit allen Zutaten, die du für die nächste Woche brauchst, wenn du von Montag bis Freitag mit mir hier zusammen in der Büroküche kochen möchtest. Oder falls du zu der Zeit gerade arbeiten bist und es ungünstig ist, kannst du natürlich auch abends zu Hause deine Familie, deine Freunde oder auch einfach nur dich mit immer netten, leckeren Gerichten versorgen, die auch mit möglichst wenig, ja, irgendwelchen Zusatzstoffen auskommen. Denn das meiste, was wir hier kochen, ist einfach nativ, na, ohne E und was weiß ich, was da sonst alles drin ist. Wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Na, also in dem Sinne, ich lade dich ein. Sei mit dabei im Einfachkochclub. Ich freue mich auf dich und freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Kochen wieder mit dabei bist. Und falls du gerade nichts zu tun hast, ein Like oder ein Abonnieren würde natürlich auf YouTube auch helfen, diesen Kanal hier bekannter zu machen. In dem Sinne, mach dir einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.